Guten Morgen aus dem Jinshin-Jitsu-Zentrum. Heute geht es um das Thema Beziehung. Wie ist die Beziehung in diesen so stürmischen Zeiten, in diesen wilden Zeiten zu mir? Wie bin ich in der Lage, bei mir zu bleiben? Wie gelingt es mir, dass ich mich aus mir selbst heraus genährt fühle, gehalten und gestärkt? Wie ist meine Innigkeit zu mir? Gibt es Momente am Tag, wo so viel los ist, wo ich die mit mir teilen kann? Oder verliere ich mich? Wenn ich in diesen Zeiten sehr für andere da sein möchte und muss, ist es wichtig, dass ich bei mir zu Hause bin. Wie gelingt Ihnen das in diesen Zeiten, wo alles so anders ist? Normalerweise ist es morgens in der Familie so, dass nach dem Frühstück alle zu anderen Bereichen gehen. Die Kinder in die Schule, die Mütter zur Arbeit, die Väter zur Arbeit. Im Moment wird der Raum eng. Alle Beziehungsthemen werden jetzt deutlich. Wie ist unsere Beziehung zueinander? Und wenn jeder für sich diesen Raum wieder nachnähren kann, der im Moment so irritiert ist, dann gelingt uns ein viel schöneres Miteinander. Wenn ich diesen Raum nähre für mich in Stille und in Ruhe und bei mir sein kann, dann kann ich das dem anderen auch zubilligen. Ich muss nicht die 24 Stunden nährende Mutter jetzt sein, das werde ich nicht leisten können. Nicht, wenn die Idee dahinter ist, ich verströme das für die anderen und ich bleibe im Verlust. Ich bleibe unterversorgt. Also möchten wir Sie anregen und Ihnen den Mut machen, diesen Bereich, der dafür vorgesehen ist, diese Themen zu bearbeiten, täglich zu halten. Dieser Bereich liegt vorne auf den Rippen, ungefähr auf Höhe der dritten Rippe. Dort ist ein Bereich, der diese Themen beinhaltet. Wie gehe ich mit mir um? Wie liebevoll kann ich mich selbst in diesen Zeiten begleiten? Wie liebevoll kann ich sehen, dass andere in diesem Moment, in dieser Zeit Irritationen haben? Mich halten, mich auch aushalten lernen. Dieser Bereich ist der liebende Aspekt, den ich mir selbst geben kann, und wir möchten Sie anregen, diesen Bereich zu halten. Geben Sie es gerne weiter, machen Sie es gemeinsam, nehmen Sie auch Ihre Kinder in die Verantwortung, das für sich zu tun. Das können wir ganz spielerisch integrieren in den Familienalltag. Alle halten sich vor dem Mittagessen ein paar Minuten und übernehmen die Verantwortung für dieses Thema, liebevoll mit sich umzugehen, jeder für sich selbst. Ich freue mich auf morgen, da sprechen wir darüber, wenn das nicht gelingt und wir wütend werden. Einen schönen, gesunden Tag. Bis morgen.